Die Aktienmärkte sind derzeit in einer etwas seltsamen Position. Auf der einen Seite, wenn schlechte Daten reinkommen, könnte man sagen, naja gut, ist doch gar nicht so schlecht, dann sinken die Zinsen. Umso schneller muss die Fed vielleicht sogar eine 0,5er-Senkung im September machen. Auf der anderen Seite, wenn die Daten wirklich so schlecht sind, dann kommt eine Rezession und das kann nicht gut sein für die Aktienmärkte, weil dann eben die Margen, die Umsätze, die Gewinne der Unternehmen schlechter werden, was dann die Bewertung stellt. Und heute haben wir so mal richtig praktisch durchexerziert an den Märkten, was schlechte Daten bedeuten. Wir hatten die JOLTS und die Aktienmärkte an der Wall Street erstmal nach unten, weil man sich gedacht hat, Bad News ist Bad News, schlechte Daten sind schlechte Daten, aber dann ist man wieder nach oben gelaufen zunächst mal, weil die Hoffnung da ist, ja, die Fed wird die Zinsen um 0,5% senken. Bin mal gespannt, wie es heute ausgeht. Vielleicht fällt da so eine Art Vorentscheidung darüber, ob schlechte Daten auch wirklich schlechte Daten sind, angesichts der großen Arbeitsmarktdaten der Non-Farm Payrolls, die am Freitag kommen. Und Krisensymptome, wie wir sie jetzt in den USA sehen, was die Wirtschaft betrifft, die haben wir ohnehin schon in Deutschland. All das wollen wir uns gleich mal anschauen. Aber wir starten zunächst mal mit diesen JOLTS. Das war echt eine ziemlich herbe Katastrophe, kann man sagen. Die sind reingekommen bei 7,673 Millionen, also das sind die offenen Stellen. Wir sehen, wie stark das hier abgeflacht ist. Das war deutlich geringer als die erwarteten 8,1 Millionen. Jetzt ist eben die Frage, was ist da jetzt wirklich los in der US-Wirtschaft? Ist das eine Indikation auf die Arbeitsmarktdaten am Freitag? Jedenfalls war das der schlechteste Wert seit Januar 2021. Das war Corona, wenn man so will. Also wir haben hier möglicherweise ein echtes Thema, die Abkühlung, der Abschwung gerade am Arbeitsmarkt, der scheint sehr schnell zu gehen, aber vielleicht kriegen wir dann ja wieder komische Daten am Freitag oder morgen schon die Erstanträge wieder, wer weiß es, ADP, Arbeitsmarktbericht kommt auch morgen, also es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation, wir sehen aber, und das ist ein echter Punkt, es gibt jetzt nur noch 1,1 offene Stellen pro offiziell Arbeitsloser. Das ist doch deutlich, deutlich rückläufig jetzt gewesen. Wir waren im Hochpunkt bei 2 offenen Stellen auf einen offiziell arbeitslos gemeldeten. Das ist schon ein ziemlicher Gamechanger und deutet darauf hin, dass die Abkühlung hier relativ schnell passiert. Aber die Aktienmärkte, wie gesagt, die haben sich gesagt, ja gut, dann könnten die Zinsen ja sehr stark und sehr schnell sinken. Das feiern wir erstmal ein bisschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed, wie wir hier die Fed Fund Futures sehen, dass die Fed dann am 18. September die Zinsen um 0,5% senkt, die liegt jetzt bei knapp über 50%, 51% zu 49%, dass es nur 0,25% sein werden. Aber also wichtig heute aus meiner Sicht auch die Endinvertierung der Zinskurve. Wir waren am 5. August mal kurz positiv, was die Zinskurve betrifft. Heißt also, dass eine 10-jährige Staatsanleihenrendite höher ist als eine 2-jährige Staatsanleihenrendite, was eigentlich normal ist, weil ja längere Laufzeiten auch ein höheres Risiko darstellen. Je länger ich den Leuten Geld leihe oder jemand Geld leihe, umso höher das Risiko, dass es in dieser Zeit dann auch mal irgendwie Probleme gibt. Diese Endinvertierung, die hatten wir zuletzt am 5. August. Das war der Tag, als wir diese Carry-Trade-Turbulenzen gesehen haben. Und hier sehen wir von Mr. McLellan, der sehr geachtet ist, dieser obere Tweet in den USA, der sagt, also wir haben jetzt einen sehr, sehr großen Spread, eine sehr große Differenz zwischen den Zinsen, den Leitzinsen, den die Fed gesetzt hat, und der zweijährigen Anleiherendite, die heute auf den tiefsten Stand seit Mai 2023 gefallen ist. Und er sagt, ja, eine ähnlich große Differenz hatten wir auch in der Finanzkrise 2008 und eben dann 2000, als die Dotcom-Blase dann später komplett platzte. Also wie ist das einzuschätzen? Das ist nicht ganz einfach. Meine These ist, an der ich festhalte, die historisch börsengeschichtlich belegt ist, dass eben, wenn eine Rezession kommt, dann hilft den Aktienmärkten auch Zinssenkungen nichts. Und wenn das aber nicht passiert, dann hilft das den Aktienmärkten. Insofern ist das jetzt eben die entscheidende Frage, Rezession ja oder nein. Und wenn wir nach dieser Logik vorgehen, dann müsste bedeuten, Bad News ist Bad News. Schlechte Nachrichten sind wieder schlechte Nachrichten. Lange Zeit haben die Märkte ja so ein bisschen immer gehofft auf schlechte Daten, damit dann die Fed die Zinsen senkt. Da sind wir drüber hinaus, weil klar ist, dass zumindest die Zinsen gesenkt werden. Jetzt hat sich die Fed auch geäußert, Mr. Bostic.
der gesagt hat, ja, Jobs und Inflation Goals now in balance. Er hat auch gesagt, der Arbeitsmarkt continues to weaken, but it is not weak. Also der sei nicht schwach. Kennt er die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag schon? Die Jobs, die heute gekommen sind, geben diese Einschätzung zumindest nicht her. Er sagt auch, ja, wir müssen weiter wachsam bleiben mit der Inflation. Wir hatten gestern ja beim ISM-Index Gewerbe gesehen, dass das Einzige, was wirklich gestiegen ist, die Preise waren. Das heißt, wir haben hier durchaus nach wie vor diesen Preisdruck. Ist also nicht erkennbar, dass das jetzt gegen Null fällt, erstmal die Inflation. Das würde passieren, wenn wir wirklich eine saftige Rezession haben, dann fällt auch die Inflation, das ist gar keine Frage, aber das zumindest ist noch nicht absehbar. Jetzt eben wahrscheinlich kurzfristig die entscheidende Frage, was wird mit den Arbeitsmarktdaten am Freitag? Die Bank of America ist optimistisch und sagt, ja, 200.000, das würde eine gute Zahl sein. Eigentlich würde bedeuten, dass die Fed wenig Grund hätte, die Zinsen um 0,5% zu senken. Wäre das gut für die Aktienmärkte? Vermutlich ja, würde ich mal vermuten nach dieser Logik. Aber dieses Burst-Test-Model, diese Verzerrungen, die wir ja gesehen haben bei den Daten, die dazu geführt haben, dass man für ein Jahr etwa mal über 800.000 Stellen plötzlich wegradieren musste, weil die nie der Fall waren, das macht diese Daten so unzuverlässig, ist so praktisch wie eine Lotterie. Das ist wirklich schwer zu handhaben. Wir haben heute Einzelhandelszahlen oder Zahlen von Einzelhändlern bekommen, Dollar Tree, die abstürzen, weil man eben die Prognose senkt und sagt, ja, also den preisbewussten Kunden, die kaufen weniger, die sind offenkundig nicht mehr in der Lage, hier richtig schön einzukaufen. Wir hatten ja vorher die Zahlen von Dollar General, wir haben heute einige Zahlen von verschiedenen Unternehmen aus diesem Bereich gesehen. Die meisten waren schwach. Es gab auch positive Ausreißer, muss man dazu sagen. Sporting Goods zum Beispiel hat sehr gut performt. Das ist so ein Trend. Unternehmen kann man sagen, da scheint man den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Aber viele, die eher so aus dem Discount-Bereich kommen, aus dem Discounter-Bereich kommen, die haben doch ganz schöne Schwierigkeiten. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn die Wirtschaft wirklich nach unten geht, yes, dann wird es auch für Kamala Harris sehr schwer, die Wahl zu gewinnen, aus meiner Sicht, weil eben die Leute sagen, naja, ihr seid doch an der Regierung, also seid ihr auch schuld, wenn die Wirtschaft nach unten geht. Das könnte Trump befördern, der vor allem, und das ist auffällig, jetzt bei den Hispanics deutlich zulegen kann. Kamala Harris hat gerade so in Sachen Gesundheit, Healthcare hat er noch einen Vorsprung, aber vor allem Migration ist für Hispanics offenkundig ein großes Thema. Und diese Hispanics, deren Gewicht wird immer größer. Es gibt 19% Hispanics, der Bevölkerung sind Hispanics in den USA, nur 12% Schwarze. Also das ist wahrscheinlich das Zünglein an der Waage, was die Wahl entscheiden wird. Und wie gesagt, wenn die Wirtschaft abschmiert, wird Kamala Harris die Wahl wahrscheinlich nicht gewinnen können. Das gilt auch für Kanada, für Monsieur Trudeau. Dort die Wirtschaft ja auch in Problemen, weswegen jetzt die Bank of Canada das dritte Mal hintereinander die Zinsen gesenkt hat. Da hat man ja auch eine, oder da in Kanada gibt es eine riesige Immobilienblase, die zu platzen droht. Also reagiert die Notenbank. Und wenn wir nochmal kurz zum Geschehen an den Märkten kommen, dann sehen wir unten, ist vielleicht ein bisschen schlecht erkennbar, aber die Bank of America sagt, wir haben die zweitgrößten Abflüsse aus den US-Aktienmärkten in unserer Datengeschichte, die begann im November 2020. Also seit knapp 4 Jahren sind zuletzt jetzt in der letzten Woche so viel Gelder abgeflossen aus dem US-Aktienmarkt wie eben seit langer Zeit nicht mehr. Gleichzeitig sagt die Bank of America, die Client Buybacks, also die Aktienrückkäufe der Firmen, die haben jetzt die zweite Woche in Folge nachgelassen. Wir sind jetzt eigentlich unter den typischen saisonalen Levels. Ist das so, weil die Firmen sagen, naja, wir wollen lieber unser Cash behalten, weil die Zeiten eben schwieriger werden, weil wir dann uns einen Puffer verschaffen, statt eben jetzt in eigene Aktien zu investieren? Das ist die Frage. Hier nochmal Nvidia, das ist ja wirklich, was da gestern passiert ist mit diesen über 9%. Nvidia ist wirklich krass. Allein in diesem Jahr hat man den größten Zugewinn an Marktkapitalisierung in der Börsengeschichte erreicht. Man hatte gleichzeitig gestern den größten Verlust eines Unternehmens in der Börsengeschichte verzeichnen müssen. Man war kurzfristig mal in 2024 die schwergewichtigste Firma der Welt. Man hat mal eben 1 Billion an Marktkapitalisierung in unter einem Monat verloren.
Und 25.000 der etwa 30.000 Angestellten von Nvidia sind Millionäre. Und alleine hier das Vermögen von Jensen Huang, dem Chef von Nvidia, hat mal eben um 10 Milliarden Dollar abgenommen. Also das sind schon absolute Extreme. Wird es jetzt so extrem? Das, was uns eigentlich die Zinskurven sagen, wenn die sehr, sehr lange invertiert sind, dann kommt eine ziemlich heftige Rezession. Ist das diesmal auch so? André Stagge diskutiert das, wie ich finde, sehr, sehr fachkundig. Schauen Sie sich das gerne mal an und empfehlen Sie das weiter über diese Button, die ich hier oben eingeblendet habe, Social Media Button. Und gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil, sinkende Zinsen, Krisensymptome und Aktienmärkte. Da schauen wir auch mal nach Europa. Also bis gleich. Servus, ciao.